So, wir backen Rattenkuchen. Den kriegt ihr doch nur gestellt. Jetzt so. Ja, manchmal spinnt er dann. Und was sagt die? Hummerpuffe. Hummerpuffe sparen. Zum 500. 2,55. Mhm. Ja, Papier 5 Gramm. Mhm. 0,5 Gramm. Nein, nicht Julien. Hat er nur angefasst? Naja, macht man nicht. Das geht in die Maschen. Ja, ist halt gut. Also 100 ab. Das war mein Fehler gewesen. Hätte ich lieber nicht machen sollen. Ja, ist nicht dramatisch, aber macht man nicht. Nee. Und jetzt ist gut, denn ich mache eine Aufnahme. Ist peinlich sonst. Und genau immer? Nee, 23. Ja, das ist ein bisschen ruhig. Das stört mich, oder? Ja doch, könnte zu fertig werden. Meinst du, die 20 haben wir? Ja, 20 kann. Okay. Wehe, du machst wieder Knethaken und normalen Rührhaken. Dann gibt's wieder Ärger, ey. Dann schubst du dir vor lang. Vor lang de Knecht. Denn das letzte Mal war lustig gewesen, aber das Video habe ich leider nicht mehr. So ein Mist, aber auch. Ah. 51. Naja, komm, der Enneagramm. Das ist das Papier. Genau. So. Mit dem Top. Gut, hab schon einmal. Papier. Och, wie süß, eine kleine Mini. So, können wir gleich weitermachen. Mit. Das ist das Rest von gestern. Wir haben nämlich gestern eine Gans gegessen und das ist nämlich noch der Rest von gestern. Nicht, dass ihr, ja, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir das jetzt auch noch zumachen. Damit. Wenn man immer geil, manche, wenn du mal beobachtest, diese vier Flascherei verfreunde, wenn du an der Wursttheke stehst, du sagst 150 Gramm Bier schicken und die schafft es akkurat, ey. Hm. Wenn man ganze Butter auf ist, ein ganze ja, Ding, ist schlecht. Aber dann musst du Brei kotzen. Hm. Auf jeden Fall Magenschmerzen haben. Oh je. Yeah. Und auf jeden Fall hat man dann vorher schon so ein ekliges Gefühl, wenn man das runterschluckt. Das fühlt sich so würgereizt. So ein wehtunendes Gefühl im Hals. Mit Messer. So ein komisches Gefühl. 16 zu viel. Da muss man Brei. Ja, trotzdem mutet auch. Da muss man Brei erbrechen. Wie Grießbrei. So, wie Grießbrei. Rest ist über. Sind da für ich bin gespannt, wie der Kuchen dann schmeckt. Falls ihr noch welche machen solltet. Ja, hast du. Der da drin. Russian Zupfcake. Wie wir da haben, wenn der Ding im Ofen ist. Russischer Zupfkuchen. Der dauert ja. Ausstechen. Ja, das sieht der. Du hast ja nur die Blech, oder? Wir könnten doch mal Plätzchen backen, oder? Das sind ja eh schon mit so 15 Minuten im Ofen. Geht da schnell. Was ist denn das? Ein kleines Tütchen. Kleines Päckchen. Für mich? Nee, war Spaß. Vielleicht ist ja eine kleine Kiki-Glocke drin. Man kann halt auch wieder, ne? Pfeife. Hast du mich gerade Pfeife genannt? Ey, sag mal, was soll denn das? Du wolltest backen, Julietta. Euer Job. Ich hätte noch Ich nehme. Ja, das habe ich doch gestern für. Ich hätte noch Ei geklaut. Oh, oh. Ist da drin und die Vögel kommen und greifen dich an. So. Ich guck zu, wie Dennis backt. Ein Hoden. Wir sind jetzt hier bei. Du kennst doch diese Serie beim Backen. Ja. Und ich gebe das Ergebnis das dann. Große Backen. Genau. Sieht aus wie ein bisschen nach. Boah. Pusche. Genau, genau, wie nach Pusche. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Jetzt muss nur noch Ammoniak riechen. Mixer. Wehe, du vertauschst es wieder. Ich beobachte dich. Knethaken und Rührhaken hast du ja letztens gesehen. Das ist keine richtige Kombination. Ja, das ist ein Dosenöffner. Was? Dosenöffner? Dosenöffner. Den war nie benutzt. Dosen.
Josenöffner. Muss die schwarzen unten. Nicht den in der Mitte. Warum nochmal der Kühlschrank? Kühlschrank. Was ist denn hier? Wir sind eben mal so rummelig, das war Rudi. Jetzt ist es wie im Magen. Ja, es kocht, das ist nicht gut. Wieso ist das nicht gut? Weil dann nicht Eisch. Wie macht man heißt das? Spirint. Stockt. So. Dann haben wir da wieder Ei. Nun mach. Da ist Dreck drin. Wo? Oh. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist besser. Werden wir gleich sehen. Eine Eischale. Ach, rot. Zeig mal. Was ist das? Ist das was Giftiges? Guck mal, ein kleines Mini-Tütchen. Was ist denn da drin? Ich glaube, Soßenpulver. Ach so, ich dachte fürs Backen. Nee, das ist die große, die brauchen wir zum Backen. Was ist das? Weiß ich nicht, ob das da ist. Ja, da ist ein Loch drin, man muss aufpassen. Was ist das? Samen? Mischung für den Belag. Hier im Dunkeln kann man so schlecht sehen, weil Qualität so doof ist. Oh. So. Voll mit dem Ding meinem Handy drauf geklatscht. Jetzt kommt die nächste Butter, ich guck zu, wie die schmilzt. Haken kniet. Knethaken also. Welche brauchst du denn jetzt? Haken. Wir haben ja nur den einen. Ja, haben wir dann halt. Geht aber auch die hier. Meinst du? Ich hatte aber mal zwei. Nee, Alex hatte mir nur einen mitgegeben. Das ist gut, Dennis. Das ist sehr gut. Ja, wir kriegen es zusammen, ne? Okay. Ein bisschen Entdeckung. Genau. Ah, oh, Dennis ist betroffen. Oh, das stäubt ja. Ja, durch das Zeug. Oh, Geister. Geisterstaub. Oh. Was soll ich machen? Oh, Geisterstaub. Ich glaube, ich brauche den Teehaken dafür. Der Tee mit dem Ding. Wie die Butter kocht. Ah, hier. Hier, mach hier was. Dann koste ich mal, wie das schmeckt. Ist da keine Milch drin oder was? Nee. Das soll ein Teig werden? Nein, ja. Hoffe ich. Die Gluckel sind doch die Streusel da oben, ne? Die werden das doch gar nicht. Oh nein, es kocht! Macht doch nicht. Denn es hat gesagt, es darf nicht kochen. Wenn man das trinkt. Nee. Dann gehst du gleich kotzen. Oh. Und zwar trinken und dann. Ach, die nächste Angry Birds Toons Folge ging es darum, um die blauen Vögel, die haben einen Hicks. Die Hicksen jeden Tag. Habe ich gestern den Ausschnitt gesehen. Ne Musiknote. Sieht aus wie
Rotkohl. Das ist für den Boden, oder? Ja. Und die Schuppen. Naja, da kommt, dass du kleben kannst. Einstecken. Pflaumen.